Leute, ich habe heute für euch ein paar Mythen, Lifehacks, Secrets, Bugs, alles Mögliche in Tukabuka mal gesammelt. Und Leute, wir gehen erstmal und gucken uns das mal an, was ich heute alles für euch habe, ne? Ich liebe ja Lifehacks, Leute. Und zwar, ich habe heute mehrere Lifehacks mit Babys. Ja. Wir brauchen erstmal Babys, deswegen gehen wir erstmal ins Krankenhaus, damit wir unsere kleinen, wunderschönen Babys, auch vielleicht Baby Sloth, also Baby Faultier, mitnehmen können. Und dann zeige ich euch mal, wie man die schön anziehen kann. Wir brauchen eigentlich nicht so viele Babys, aber ich nehme die alle. Ich nehme die alle, weil ich meine, warum auch nicht? Also ich meine, man braucht doch Babys. Ich wollte einfach nur ganz kurz was zeigen. Ich glaube, hierhin, in einem so Pferdeshop. Und zwar hier in diesem wunderschönen Shop, ne? Also da habe ich ja was festgestellt, dass man hier einfach nur ein Sloth hat. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Das hat mich sowas von erschreckt. Ich dachte mir so, was ist das? Aber Leute, hier haben wir wunderschöne viele so Schlafsäcke. Das sind ja Schlafsäcke, oder? Also quasi, wenn man einen Schlafsack auf eine Person hier ranzieht, dann ist ja die ganze Person im Schlafsack drin. Und was ich festgestellt habe, dass auch bei den Babys das genau der Fall ist, Leute. Man kann die, ich wusste einfach nicht, ich, vielleicht wusstet ihr das, man kann die in den Schlafsäcke anziehen. Und zwar, oh mein Gott, guck mal, wie süß und klein. Und ich kann mich halt trotzdem bewegen, ich kann dieses Baby auch halten. Das ist so cool. Guck mal, Leute. Zwei Schlafsäcke auf einmal, vielleicht sollte ich das nicht machen. Aber Leute, wie krass ist das denn? Das habe ich ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wie süß auch diese Schlafsäcke so richtig klein werden. Das finde ich auch extrem cool. Deswegen, Leute, ich würde mal sagen, ich starte erstmal mit einem neuen. Oh, warte mal, ich glaube, war da nicht ein Tisch, wo man Geschenke einpacken könnte? Egal. Wir gehen dann erstmal im Pompom-Haus, weil ich muss auf jeden Fall was verpacken. So, Leute, wir sind hier im Pompom-Haus und ich muss die Babys leider verpacken als Geschenk. Und vielleicht auch einen Hund. Also okay, ich brauche tatsächlich nur zwei davon. Also ich brauche einen Hund und ein Baby. Das klingt alles so falsch, Leute. Aber wisst ihr, ich habe euch mal so einen Hack gezeigt. Bei der Post gibt es ja so ein Laufband. Und da theoretisch kann ich meine Sachen schweben lassen. Und zwar indem ich die öffne. Wenn ich quasi noch in der Luft bin, dann schweben diese Sachen, aber die fahren trotzdem Laufband. Das gibt es auch bei dem Robo-Café. Und Leute, genau hier ist es genau das gleiche Ding, aber das finde ich tatsächlich noch interessanter und noch cooler. Also ich hoffe wirklich, dass es funktionieren wird, weil wenn ja, dann, oh mein Gott, das ist so süß. Okay, ich habe hier meine Luft, Geschenk. Und ich öffne es. Oh nein, ich hab's, glaube ich. Okay, mit dem Hund habe ich es geschafft. Mit dem Baby nicht unbedingt. Aber ist auch in Ordnung. Guck mal, der Hund bewegt sich auch nach unten. Wie krass ist das denn? Oha. Okay, jetzt ist er ganz normal auf dem Laufband. Was passiert denn da, Leute? Gehst du auch mal nach oben? Ah, ich mache was mit dem Robo. Ach so, so passiert das. Warte mal, ich frage mich gerade, ob der jetzt ganz normal auf dem Laufband ist oder... ja, ist er. Oh, okay. Aber warum? Ich habe dich doch anders ausgepackt. Ja, Leute, aber ich habe es gesehen. Ihr habt es gesehen, wie das aussah. Es war richtig komisch. Zweite noch einen Test kann ich leider nicht machen, weil ich keine eingepackten Babys und Hunde in meinem Inventar habe leider. Aber ihr habt es gesehen, das funktioniert hier auch, was ich extrem cool finde, weil ich weiß nicht, für was ihr das eigentlich benutzen könntet, aber ihr könntet es für irgendwas benutzen. Das ist ja auch doch das Gute daran. Aber Leute, nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt in Kinostudio, also wo wir Filme aufnehmen, so ein Filmstudio. Also man weiß ja doch schon, dass hier quasi irgendwas hier, das ist ja quasi so ein Zeitschriftenstand, so ein Kiosk. Hier, Leute, gibt es noch irgendwie so ein Mikro, aber hier... Ich wusste einfach nicht, dass es hier noch so einen Knopf gibt. Wir drücken drauf und guck mal, Leute, wir haben Geld, wir haben noch einen Diamant und wir haben noch Geld. Wow. Aber das Gute ist, wir kriegen so ein... richtig süßes, so ein Case. Und warte mal, ist da Ei drauf? Ist da dieses Ei-Ding drauf? Oh mein Gott.
wie cool ist das denn? Ich finde es extrem cool gerade, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, dass es hier noch so ein extra Ding ist. Gibt's hier was? Okay, gibt's nix. Leute, es gibt einfach so viele krasse... Es gibt so viele krasse immer Easter Eggs in diesen... Ach, in diesen... Ich liebe es einfach nur. Es ist mega cool, Leute. Also auf jeden Fall mal nachschauen und mal gucken. Vielleicht braucht ihr diesen... Vielleicht braucht ihr diesen Case. Hm. Und bei dem nächsten Hack handelt es sich um das Haus, was wir gerade noch nicht gebaut haben. Aber das bauen wir jetzt, weil wir brauchen dieses Haus, dieses Halloween-Haus. Boah, Leute, denkt ihr aber wirklich, dass wir vielleicht ein Halloween-Haus kriegen oder so? So, im Herbst noch ein neues Halloween-Haus? Hm. Ein Halloween-Update, wo die ganzen Welten irgendwas mit Halloween zu tun haben. Boah, ich hätte schon richtig Bock drauf, Leute, deswegen... Ich hoffe mal so sehr, dass wir irgendwas Neues kriegen. In diesem Haus, es ist ja ein sehr schönes Haus, ein bisschen so altmodisch, aber es ist... wisst ihr doch, dass man in Luxusvilla hier quasi auf die Stange, so bei der Tür, so alles aufhängen konnte? Man konnte da so Blumen rausnehmen aus den Vasen und einfach nur Blumen da reinhängen. Angeblich kann man das hier auch, aber das wurde tatsächlich mit diesen Leuchten hier gemacht. Und warte mal, ich frage mich gerade, ob das wirklich funktioniert. Oh, what? Oha, Leute, das funktioniert ja... Okay, warte mal, hier oben? Doch, funktioniert es trotzdem. Ah, wie cool ist das denn? Aber wofür? Das ist eh richtig komisch und richtig... Oha, ich kann die alle anmachen. Oha, Leute, das sieht jetzt auch aus wie so ein... Oha, Leute, ich kann die auch da drüber so stapeln. Dann sieht es wirklich aus wie so ein Schloss. Guck mal, Leute, das ist einfach nur mein Schloss. 10 Jahre später. Aber das Problem ist, ich kann die alle sehr komisch anmachen gerade. Okay. Das ging doch. Das letzte Ding kann ich überhaupt nicht anmachen. Aber Leute, das sieht richtig stylisch aus. Also wenn ihr irgendwie so ein Schloss bauen könnt, oder weiß ich nicht, muss nicht unbedingt ein Schloss sein. Aber das finde ich extrem stylisch. Warte mal, ich frage mich gerade, ob das auch so mit so diesen... Geht es nur mit den Leuchten oder geht es auch mit anderen Sachen? Leute, ich glaube, es geht nur mit diesen Leuchten. Wie krass ist das denn? Also wirklich nur diese Leuchten. Deswegen, leider können wir nichts anderes benutzen, aber das ist auch schon richtig cool. Deswegen auf jeden Fall nachmachen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu dem nächsten Hack. Also es ist kein wirklicher Hack, das ist mehr so ein Hack, wie man irgendwas baut. Und ich fand es einfach nur so extrem süß, Leute. Ich weiß, dass das Sommer schon fast vorbei ist, aber falls ihr ein Haus bauen möchtet in einem Dschungellook, dann habe ich für euch ein wunderschönes Schlafzimmer, wie das genau aussehen könnte. Deswegen, das möchte ich jetzt mal nachmachen. Und ich hoffe, dass es auch richtig gut aussehen könnte, für euch auch. Deswegen, wir bauen jetzt ein richtig schönes Dschungelschlafzimmer, Leute. Da bin ich richtig froh, und zwar bräuchten wir ein Bett dafür. Also macht ja Sinn. Schlafzimmer, müsste man vielleicht ein bisschen schlafen. Ich finde, dass dieses Bett sieht eigentlich ganz gut aus. Natürlich... Wir brauchen Pflanzen. Also wenn es Dschungel ist, dann heißt es nur ein Ding. Wir brauchen Pflanzen. Wir brauchen viele Pflanzen, Leute. Am besten irgendwelche Palmen. Am besten diese Palmen hier hinten irgendwo packen und so. Damit es einfach nur alles extrem schön aussieht. Also ehrlich, ich bin da mega zufrieden. Okay, sowas. Guck mal, das sieht doch richtig cool aus. Ja, ich weiß, es sieht noch gar nichts aus. Wartet mal ab. Hinten packen wir diese wunderschönen Dschungelsachen. Die sind nicht wirklich, das sind keine wirklichen Dschungelsachen, aber sagen wir mal so, das könnten die sein. Und natürlich, wir brauchen sehr viele Pflanzen für so oben. Vielleicht richtig krass viele, Leute. Also wirklich... Guck mal, Leute. Also, ich finde, das ist wirklich so ein Dschungellook. Ich finde es richtig, richtig cool, Leute. Oha, ich habe hier noch Baby und ist ja egal.
Wir legen uns mal hin, Leute, und dann schlafen wir da. Oh, ich schlafe ja irgendwie ganz komisch. Okay. Hm. Jetzt geht's. Leute, das ist richtig so ein Dschungellook. Ich finde es extrem schön geworden. Und natürlich kann ich auch ein bisschen schaukeln. Mega. Also, ich mag es total. Weiß jetzt nicht, ob ihr das so richtig krass mögt, aber ich finde es wunderschön. Und zu guter Letzt, Freunde, wollte ich mal mit euch ein bisschen darüber reden. Wir haben ja lange Zeit keine neuen Updates bekommen und seit sehr langer Zeit keine krassen Updates, sagen wir mal so, es ist nichts Krasses passiert, aber, und, also, ich wollte einfach nur euch mal sagen, es ist ja so, dass man halt die Babys ja im Spiel hat. Aber das Problem ist, bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob das bei euch so auch so ist, aber ich persönlich finde die ganzen Babys so richtig langweilig. Einfach nur, weil man hat nicht so viel Auswahl bei Klamotten. Also wir kriegen gefühlt immer nur irgendwelche neue Klamotten für erwachsene Leute. Aber nichts so bietet für die Babys. Und ehrlich gesagt, Leute, ich finde es richtig cool, wenn wir in Tokaboka vielleicht einen neuen Pack hätten mit, oder ein neues Update, wo wir Babys verkleiden können. Und dann wirklich auch so richtig coole Outfits oder vielleicht diese Outfits, die wir für die Erwachsenen benutzen, auch für die Babys benutzen können. Weil das Problem ist, die tragen meistens Windel oder irgendwelche Onesies und so, wo halt wirklich einfach nur einfarbig oder so stumpf ist. Ich möchte schon meine Babys verkleiden. Genauso wie LOL-Surprise-Puppen zum Beispiel jetzt. Die LOL-Surprise-Puppen, weil das sind auch Babys, die so richtig, richtig in Fashion sind. Das sind richtig Babys, die so richtig was Gutes, was Cooles anziehen. Das möchte ich auch mit meinen Babys in Tokaboka haben. Also, wenn ihr auch das so meint, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und sonst, Leute, schaut auf jeden Fall vorbei bei unseren wunderschönen anderen Videos mit Lifehacks und Secrets und Mythen in Tokaboka. Ich habe für euch, oder wir haben für euch sehr viele davon schon mittlerweile gemacht. Alles nur für euch, Leute. Sonst schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr auch Bock habt auf neue Babyklamotten. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!